Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kanal 21 Backstage. Bei mir an der Theke sind heute Markus, Batti und Gregor. Ihr seid in der Band Hydra's Fate. Auf Deutsch heißt das ja das Schicksal der Hydra. Genau. Das ist ja so ein Vieh mit vielen Köpfen. Ja, so neun Köpfe. Ne? Eine Schlange mit, ich glaube, sieben oder neun Köpfen, je nachdem. Ist aus der griechischen Mythologie. Und diese Hydra zeichnet sich ja dadurch aus, dass man, wenn man einen Kopf abschlägt, zwei nachwachsen. Ja? Mhm. Und das war eine der Aufgaben des Herkules, lateinisch Herkules, ansonsten Herakles, diese Hydra zu töten. Ja? Und ja, lernst du was? Möglicherweise. Geschichtsunterricht. Ja, diese Band ist im Prinzip dieses Monster. Und da sind schon mehrere Köpfe gefallen und auch zig wieder nachgewachsen. Wir wissen aber noch nicht, wann der Herkules auftaucht. Wahrscheinlich nie. Keine Ahnung. Könnt ihr mal so ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch aus verschiedenen Formationen kennt und jetzt hier als Hydra's Fate euren ersten Auftritt habt? Ja, wer will? Ja, es ist so, Gregor, Markus und ich machen schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammen Musik, wenn auch in unterschiedlichen Bands. Die Band Hydra's Fate, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen, ist hervorgegangen aus einer alteingesessenen Bielefelder Band. Visible Touch, wen es interessiert. Ja, und Visible Touch waren ja auch schon mal dann auch hier auf Kanal 21. Mit denen waren wir auch schon mal hier, genau. Mit einer anderen Formation eben. Und naja, nach diversen Besetzungswechseln haben wir dann eben festgestellt, dass, gerade weil von der Ursprungsformation eigentlich keiner mehr übrig war, es eigentlich auch wenig Sinn hatte, das Projekt dann weiter zu spinnen. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir hier mal einen Cut und machen was völlig Eigenständiges, was ganz Neues. Und so ist dann Hydra's Fate entstanden. Wir waren dann fast komplett. Wir haben eine CD aufgenommen und es fehlte dann nur noch Gesang. Und da haben wir gedacht, ja Mensch, der Markus, der kann das eigentlich ganz gut. Den kannte ich eben unter anderem von Eddie's Revenge. Und einfach mal gefragt, hör dir das mal an, gefällt dir das? Hast du Bock dazu zu singen? Und er hat ja gesagt. Ja. Ein Debütalbum habt ihr da gemacht, ist glaube ich nicht zu kaufen, soweit ist es noch nicht. Aber genau, ist es ist ja noch nicht, ist noch nicht erschienen, aber es ist fertig, es ist im Kasten. Und ja, wir wollten jetzt noch mal ein bisschen abwarten, dass wir wollten noch ein paar Promosachen noch mal abgeben an Plattenfirmen und Booking-Agenturen. Und natürlich halt auch hier für Kanal 21, da wir dann eventuell auch unsere Aufnahmen dann für weitere Promo-Zwecke dann nochmal verwenden können und werden dann, wenn alles gut läuft, dann ab Mitte, Ende Oktober dann unsere CD Worlds Apart dann auf den Markt werfen. Ja, wünsche ich euch viel Erfolg dafür. Ja. Wie würdet ihr euch denn heute anmoderieren, wenn ihr jetzt sagen könnt, gleich erwartet euch, was weiß ich was, härtester Heavy Metal, wie würdet ihr das denn machen? Ich glaube, ihr könnt das besser. Ja, es ist immer schwierig, sowas in eine der mittlerweile unzähligen Subgenres der, ich sag mal, Heavy Metal Szene einzuordnen. Das versuchen wir auch gar nicht erst, weil wir das eigentlich nicht wollen. Ich meine, offensichtlich ist, es gibt verzerrte Gitarren, es gibt ein lautes Schlagzeug. Es geht schon in die Heavy, in die Metal Richtung. Aber wie Markus eben schon sagte, sind auch ein paar progressive Noten drin, ein paar ruhigere Stellen. Ich denke mal, wenn man das mit Heavy Metal Rock, Progressiv Rock bezeichnet, dann müssten die meisten eigentlich eine ganz gute Vorstellung haben, die das so einigermaßen trifft. Ich kann mir was darunter vorstellen. Ich bin kein Heavy Metal Freak, aber klassischer britischer Heavy Metal mit progressiven Einschlägen, da kann ich mir doch was darunter vorstellen. Könnte man so stehen lassen. Mhm. Hätte ich jetzt kein Problem mit. Ja, dann lass uns doch mal anstoßen irgendwie. Vielen Dank, dass ich euch interviewen durfte. Ja, wir danken. Ich freue mich gleich aufs Konzert. Prost. Ja, und das war's bei Kanal 21 Backstage und bis zum nächsten Mal. Prost.